Meine Damen und Herren, liebe Volks-TV-Zuseher, ich darf Sie herzlich begrüßen bei einer weiteren Ausgabe von unserem Volkstalk. Heute wieder mal aus dem Hause Tirolis und heute mit einem Mann, da muss ich mich verneigen. Ein großes Vorbild, ein großer Könner, ein großer Musikschaffender. Meine Damen und Herren, der Norbert von der Innsbrucker Böhmischen. Lieber Norbert, es freut mich wirklich sehr, dass wir heute ein bisschen plaudern dürfen über die Welt voll Musik und vor allem über die Blasmusik. Und da habe ich gleich einmal die erste Frage. Seit wann ist er denn überhaupt musikalisch unterwegs, wenn man das einmal so in Frage stellen darf? Seit wann gibt es bei dir in deinem Leben die Blasmusik? Die Blasmusik gibt es schon sehr, sehr lange. Meine ersten Erinnerungen sind die, dass mein Vater auch ein großer Ernst-Mosch-Fan war. Da hat es daheim natürlich Schallplatten gegeben, alte, und der hat mir immer wieder ausgegraben. Und da bin ich, so haben sie mir erzählt, ich kann mich selber nicht mehr erinnern, mit dem Fliegelhorn durchs Gasthaus marschiert. Und danach haben die Kochtöpfe natürlich dran glauben müssen, aber es waren so faire Tagscherer von Ernst Mosch, von seinen Egerländer, war mein großes Vorbild. Und das hat dann schon irgendwie begonnen zu pulsieren. Das dürfte so mit 7, 8 Jahren gewesen sein. Mittlerweile schreiben wir 25 Jahre Erfolgsgeschichte, was die Innsbrucker Böhmische anbelangt. Und was ich so meine, dieser Stil hat sich immer weiterentwickelt, aber die Interpretation, die war von Anfang an schon so toll gegeben. Was waren da so die Grundsteine? War das dann wirklich so, dass man anders sein wollte, auch schon in der Zeit vor 25 Jahren, wie die anderen? Wie hat sich das dann wirklich ergeben, dass es so klingt, wie es nach wie vor klingt? Das ist eine interessante Frage. Das ist, ich denke mal, das ist in jedem so drein. Wir haben ein eigenes Klangbild gehabt, wir haben eine eigene Vorstellung gehabt, wir haben eigene Ideen gehabt, Musik zu schreiben, auch Blasmusik. Wir wollten, beziehungsweise ich wollte bewusst nicht etwas nachmachen. Einer Mosch braucht man nicht nachmachen oder viele andere Großen. In der Oberkrainer Musik kann aufwendig, kann man nur bis zu einem gewissen Punkt imitieren. Das Original ist immer das Original. Und das ist halt auch, war der erste Gedanke zu sagen, wenn wir was machen, dann machen wir es mit einem eigenen Sound, mit eigenen musikalischen Ideen und das Ganze auch damals mit einer eigenen Besetzung, also nicht mit 15, 20 Leuten durch die Gegend fahren, sondern wir waren im Prinzip Kollegen vom Tiroler Sinfonieorchester. Wir haben gesagt, wir haben Lust, Blasmusik zu machen. Ganz am Anfang nur Oberkrainer. Da gibt es ja das Innsbrucker Trio mit dem Gradwolf Redl mit dabei. Das heißt, es war immer schon unsere Devise, so wie wir sein, machen wir diese Art von Blasmusik. Das waren wir dann eben 7, 3 Trompeten, 2 Tenöre, Tuba und Schlagzeug. So wie wir benannt waren und gesagt, wir spielen, auch wenn einige Stimmen natürlich fehlen, die ganze Begleitung und das ganze Holz. Am Anfang auch, muss man sagen, heftig kritisiert, weil das darf man nicht, das ist verboten und das geht nicht und so weiter und so fort. Wir haben uns aber nicht abkeimen lassen von dieser Idee, so aufzutreten und dann immer weiter, desto länger wir gespielt haben, haben wir mehr eigene Sachen geschrieben und auch natürlich die Arrangements genauso angelegt, dass es nicht nur so eine Notlösung ist, sozusagen vom großen Arrangement zum kleinen, man nimmt halt irgendwas, die Hälfte fehlt, sondern eben das Geheimnis war dann das, dass wir eigene Arrangements für uns geschrieben haben, deswegen geht dann auch schlussendlich nichts ab. Und wir dürfen da gleich hinzufügen, mit diesen Arrangements sind aber dann auch die Musiker natürlich höchst gefordert, denn du sprichst es an, der Kreis ist nicht allzu groß. Wir haben da eine Aufstellung von 6+1, wenn man das so nennen möchte. 6-mal Blech, 1-mal Schlagzeug. Und das bedeutet auch, die Musikanten müssen nicht nur top ausgebildet sein, sondern vor allem sehr diszipliniert sein, was natürlich auch die Probenarbeit anbelangt. Es gibt da fast für jeden Musiker keine Ruhepause auf der Bühne, oder? Wenn man euch live kennt, also wenn man 15, 16 Leute hat, dann kann man einmal rasten. Das gibt es bei der Innsbrucker Böhmischen selten. Ja, mit Rasten ist schwierig natürlich. Wir sind alle 7 spielen. Das ist auch, ist auch gut so, weil jeder natürlich gefordert ist. Und wenn du gefragt hast, eben von der Herausforderung her für jeden Musiker, klarerweise schreibt man dann das, wo man weiß, das geht auch. Also man schreibt nicht auf den kleinsten Nenner hin, dass man sagt, dass der Letzte das auch noch irgendwie außerbringt oder spielt, sondern man schreibt es so, dass jeder seine Stärken sagen kann und das auch virtuos dann umgesetzt kriegt. Das heißt, man braucht nicht zu sporen bei den Ideen, was ja für einen Komponisten, für einen Schreiber natürlich ein Luxus ist. Und ganz virtuos gelungen ist das neueste Werk, und zwar die neueste CD, 25 Jahre, ist auch so ein bisschen ein Jubiläumsalbum, und da dürften wir jetzt einmal gleich tolle Werbung machen für alle Fans der Innsbrucker Böhmischen, für alle Fans der Blasmusik zu Hause. Was erwartet uns auf diesem Album? Wir haben wie immer geschaut, natürlich unsere Linie, unserem Sound treu zu bleiben. Das sind virtuose Märsche drauf, ein bisschen moderner arrangiert. Es gibt Solonummern drauf, unter anderem den Hummelflug, was ja für Tubisten, denke ich mal, es ist für andere Instrumentalisten schon schwierig genug, aber gerade für die Tuba dann auch. Gott sei Dank, wir haben den Gerhard Anker mit dabei,
auf seiner sechsventiligen Tuba und der ist sehr, sehr virtuos unterwegs und das war dann von Matthias Rauch eine Idee zu sagen, ja, Tuba-Wahnsinn gibt es schon, wir brauchen noch was für die Live-Konzerte und der Gerd hat gesagt, ja, ja, es dauert nur 1:40 Minuten, die 16. Noten, da werden wir schon irgendwo Platz haben und ja, es ist für alles, denke ich mal, was dabei, schöner Englischwalzer, Tristezza, die Traurigkeit und ich denke mal, das spiegelt genau unsere 25 Jahre wieder, also alles, was wir musikalisch so denken, fühlen und auch gespielt haben oder beziehungsweise spielen wollen, kann man da sehr, sehr gut beobachten. Auch bei uns, meine Damen und Herren, im Volksshop wird es in Zukunft ein ganz, ganz tolles Paket von den Innsbrucker Böhmischen geben, also schalten Sie am besten jeden Tag ein. Apropos einschalten, wir schalten jetzt dann gleich zum ersten Mal das Video von euch, euer brandneues Video ein. Welchen Titel habt ihr denn da verfilmen lassen? Ja, das ist ein Titel, der auch gut zu Österreich passt. Da hört man ja oft K&K und wir haben jetzt gedacht, K&K, das ist jetzt eine längst vergangene Zeit. Wir machen das mit R&R. Das steht für Rauch Rabanza oder Rabanza Rauch, also die Nachnamen von Matthias und von mir. Und wir machen sehr, sehr viele Sachen gemeinsam und in dem Marsch, in der Nummer, kann man auch gut beobachten und hören, wie wir zwei, wie der Matthias und ich, beim Schreiben dicken. Also ein gutes Beispiel sagen, für die letzten 25 Jahre, so klingen wir. Du bist ja unfassbar viel unterwegs und das möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir dann dieses Video sehen dürfen. Wo schreibt dieser Mann am meisten? Also wenn man so viel unterwegs ist, ist das dann wirklich ein bisschen ein, ja, Zufall, wenn die Ideen gerade einsprießen oder wird dann wirklich ein Zeitpunkt ausgemacht, wo du mit deinem Kollegen an den neuen Meisterwerken ein bisschen tüftelst? Ja, das funktioniert immer so. Zuerst steht einmal der CD-Termin im Prinzip oder der Auftrag, der Grund, dass man überhaupt was schreibt. Bei mir ist halt so, der Matthias macht viel, viel mehr. Bei dem ist das schon eine große Gabe und auch der kann hinhucken und der schreibt dann halt einige Nummern. Das ist so wie fast schon wie am Arbeitsplatz. Heute ist das zu machen, da wird das erledigt. Bei mir ist dann immer so, je nachdem, wie es die Zeit halt zulässt, gibt es dann Momente, wo man gerade einen richtigen Druck drauf hat, die richtige Inspiration und dann macht man das meistens kurz vor der CD-Aufnahme selber, weil du vorhin schon einmal das Proben erwähnt hast. Interessant, wir proben nicht. Wir proben nie, wir haben am Anfang uns oft einmal getroffen, klarerweise, die Mappen einzurichten, aber im Prinzip die neuen Sachen werden nicht geprobt. Die werden dann im Studio Prima Vista aufgenommen und dann muss das Ding laufen, weil wir einfach nicht die Zeit haben für extra Probenarbeit. Ist irgendwie gar nicht zu glauben, wenn man das Endresultat dann mit einbezieht. Also das sind dann wirklich die allerhöchsten Könner. Und eine Zusatzfrage, die möchte ich noch einbauen. Das ist vielleicht eine persönliche. Man kennt euch ja und vor allem live von der Bühne. Ich nehme es mir wirklich vor, dass wir uns gleich einmal wieder sehen, dass ich dann im Publikum ein bisschen sitzen und genießen darf. Diese Idee, diese Kultidee mit dem Tiroler Adler. Der letzte Teil, das Trio, das wird dann eben nicht nur einmal, zweimal gespielt, sondern oft, wenn auch die Stimmung passt, 8, 9, 10 Mal. Wer ist auf diese Idee gekommen? Waren es tatsächlich die Zuseher, die das immer wieder gefordert haben, oder war das so ein bisschen deine Idee? Nein, das war überhaupt nicht unsere Idee, das war bei einer Spielerei einmal, ich weiß nicht mehr, ich kann mich an eine erinnern, das war in Südtirol, in Goffidaun, da war so ein Blasmusikant und ein Riesenfan und der hat sich vor uns niedergekniet und hat so die Hände auf den Boden kaut und hat immer wieder geschrien, wo das Trio jetzt eigentlich aus wäre, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Und meine Erinnerung ist, das Maximalste, was wir mal gespielt haben, weil dann haben wir müssen aufhören, weil wir schon längst über der Zeit waren, das war 38 Mal. Und aus dem Blödsinn aus sozusagen ist halt das irgendwie hängen geblieben. Und wenn wir dann das Trio quasi dann das dritte Mal, vierte, fünfte, sechste Mal spielen, sage ich ja immer dazu eine, die meisten spielen es einmal, die Gurten spielen es zweimal und die Innsbrucker Böhmische, wer weiß wie oft, am heutigen Abend. Sie können es vielleicht nicht sehen, schauen Sie, ich habe Gänsehaut, weil es wirklich so ist, wenn man sich das live anschaut, man kann das fast nicht glauben, denn es klingt beim 30. Mal oder beim 20. Mal genauso wie beim ersten Mal und das ist die hohe Kunst der Innsbrucker Böhmischen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bedanke mich wirklich auch für das Gespräch. Alles Gute weiterhin, Norbert, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, es hat sehr Spaß gemacht mit dir und auch allen Fans der Innsbrucker Böhmischen. Viel Spaß mit der neuen CD. Und somit viel Spaß mit dem neuen Video. Bitteschön.